Hey und herzlich willkommen zurück zu Part 11 von Let's Play The Sims 4 Anno Legacy. Wir sind wieder zurück mit unserer wunderbaren Annie und der lieben Janet und natürlich dem lieben Olaf. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Der letzte Part war sehr liebesgefüllt, denn Janet ist jetzt tatsächlich in einer Beziehung. Sie und Arush sind sich näher gekommen und haben sich dann geküsst. Also wir waren auf einem Doppeldate mit Annie und Makoto und bei den beiden war es eher ein bisschen schwierig. Also da ist jetzt nicht irgendwas entstanden. Die waren eher freundschaftlich unterwegs, sagen wir es mal so. Beziehungsweise sie haben sich auch gar nicht so viel unterhalten. Aber wir haben uns da ja auch sehr auf Janet und auf Arush konzentriert. Deswegen ist das auch in Ordnung. Aber die zwei sind nun auf jeden Fall offiziell ein Paar, was sehr, sehr niedlich ist. Also ich freue mich da sehr für Janet, weil sie hatte ja jetzt auch eine nicht ganz so einfache Zeit, dadurch, dass ihre Mutter verstorben ist. Ja, wir sind im Endspurt von unserem Studium. Vielleicht werden wir in diesem Part schon das Studium beenden. Und ja, dann geht es in Richtung Mount Komorabi. Warum kann ich mir diesen Namen nicht merken? Ich weiß es nicht. Was aber auch noch eine wichtige Sache zu sagen ist, dass im letzten Part Lucas zweimal aufgetaucht ist und Janet ihn zweimal weggeschickt hat und eben gesagt hat, dass Annie jetzt halt jemand Neues hat, mit dem sie gerade so ein bisschen anbändelt und so weiter. Und er war dann sehr niedergeschlagen. Hat es dann, wie gesagt, noch ein zweites Mal versucht und hat das Gleiche nochmal zu hören bekommen. Also es ist sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was da die Zukunft bringen wird. Ich habe hier ein interessantes Fenster offen. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen starten wir jetzt direkt ins Spiel rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Also, wir haben den Anruf bekommen mit Janet, dass sie von ihrem Urgroßvater des Freundes Vermögen erben kann. Also wir wissen alle, was das bedeutet. Wir müssen heiraten. Und natürlich, ich könnte jetzt unter welchen Bedingungen drücken, dann würden wir 2000 Simoleons bekommen. Ist all good. Aber wir haben ja in der Rex Richest Challenge herausgefunden, dass man da sehr viel Geld bekommt, wenn man schnell heiratet tatsächlich. Ob wir diese Sache jetzt annehmen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich habe mir überlegt, dass ich es eigentlich ziemlich süß fände, wenn Janet und Arush sehr früh schnell heiraten würden. Ich weiß, es wäre jetzt vielleicht ein bisschen überstürzt, so, ne, dass sie sagt, okay, Nina, hä, die sind gestern quasi erst zusammengekommen. Wie wollen die jetzt schon nach ein paar Tagen heiraten? Aber manche Leute sind ja so und wir spielen ja auch hier in Sims und ich hatte halt auch vor lange nicht mehr so eine richtig schöne, normale Hochzeit. Also ich meine, die letzten Hochzeiten, die wir gefeiert haben, waren die in der Gold Digger Challenge und das waren ja mehr oder weniger nicht so liebevolle Hochzeiten und ich möchte mal wieder einfach so eine richtig süße, schöne Hochzeit haben. Und deswegen habe ich gedacht, wäre das eigentlich eine richtig schöne Sache. Es kann natürlich jetzt sein, dass ihr sagt, Nina, das ist ein völliges Hirngespinst, aber im Endeffekt spielen wir Janet, nachdem wir mit Annie ausgezogen sind, ja eh nicht mehr aktiv. Das heißt, wir haben sie dann in ihr Leben geschickt, sie hat schon geheiratet und alles ist schön. Und wenn wir jetzt Kohle, Kohle, Kohle drücken, kriegt sie dadurch dann auch noch ein bisschen Geld. Wir könnten aber auch einfach unter welchen Bedingungen drücken, das Geld bekommen und das aber trotzdem machen. Weil ich finde, die Idee, also diese Nachricht hier hat mir jetzt diesen Ansporn gegeben, diese Story zu spielen. Und ich glaube, so werden wir es auch machen. Ich glaube, wir drücken unter welchen Bedingungen, nehmen die 2000 Simoleons, die wir dann ja auch für Annie benutzen können, weil ich habe ja schon gesagt, ne, wir machen so ein bisschen Rex to Riches. Und dann kriegen wir halt wenigstens ein bisschen Geld und haben dann 6000 Simoleons knapp, womit wir dann schon mal ein Mini-Haus bauen können. Und genau, das ist so der Plan, den ich jetzt hatte. Und ich glaube, das machen wir. Und dann werden Arush und Janet in den nächsten Tagen heiraten. Okay, wir haben jetzt 2500 Simoleons bekommen. Sehr nice. Also nur nochmal, damit ihr das wisst, ne, unter welchen Bedingungen. Da kriegt ihr direkt Geld und Kohle, Kohle, Kohle. Da müsst ihr erst heiraten. Und je schneller man heiratet, desto mehr Geld bekommt man, glaube ich zumindest. Annie war gerade bei ihrer Vorlesung für heute. Das heißt, sie hat jetzt nur noch ihre Abschlussprüfung. Also sie war quasi in ihrer allerletzten Vorlesung ever. Ich glaube, Janet hat noch eine. Genau, Janet hat in 3 Stunden ihre Prüfung, ihre Vorlesung. Und danach haben sie beide nur noch ihre Prüfung am Freitag. Und dann sind sie durch mit ihrem Studium. Es ist absolut crazy und ich freue mich riesig für die beiden. Also, das haben sich auch wirklich verdient. Sie haben sich wirklich angestrengt und ja, dann ist die Uni-Zeit vorbei. Wir haben schon wieder irgendwas im Briefkasten. Wir gucken mal, was da ist. Vielleicht kriegen wir schon wieder irgendwas umsonst. Janet wünscht sich auch, mit Arush rumzuschmusen. Also sie ist über beide Ohren verliebt. Ich finde das sehr, sehr niedlich. Und vielleicht werden wir dann heute Abend ja auch das Date stattfinden lassen. Und dann werden die beiden sich halt verloben. Also wie gesagt, es kann ja sein, dass vielleicht alles ein bisschen überstürzt ist, aber ich finde es einfach toll. Und wir haben nochmal eine Pizza geliefert bekommen, also geschenkt bekommen, weil Janet Influencer ist. Das ist immer sehr gut, weil da müssen wir nicht kochen. Und wie gesagt, wir sind ja noch im Studentenleben und da kann man auch mal sich von Pizza und Cornflakes ernähren. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, das ist eine akkurate Darstellung von Studenten. Warum kriegen wir jetzt nochmal diese Benachrichtigung? Genau, das ist ja auch im letzten Part noch passiert, dass wir Mitglied im Zauberorden geworden sind. Wir haben jetzt
jetzt irgendwie nochmal die Push-Nachricht bekommen. Ich weiß nicht genau, wieso. Kann ich das irgendwo... Ah, hier kann ich es einsehen. Aha. Das Geheimnis der Elfen wird seit Generationen gut gehütet. Es ist wahrlich ein Geschenk, ihre Gunst zu erlangen. Schenke den Elfen Respekt oder Süßigkeiten und sie werden sich revanchieren. Wenn du sie brüskierst, musst du mit Konsequenzen rechnen. Aufgaben sind am Ritualaltar, das ist ja ein wildes Wort, Essen darbringen, Elfengarten pflegen, ein Kristall am Ritualaltar darbringen. Und wir haben in 5 Tagen eine Elfenritualfeier. Feier die Gaben der Elfen mit Geschenken und Frohsinn. Erfahre, ob die Elfen dir freundlich gesinnt sind oder sie sich vernachlässigt fühlen. Aha, interessant. Hä, guck mal, ich habe einen Bug. Jetzt steht da 9 Stunden. Jetzt steht da 5 Tage. Hä? Ah, es findet 1 in 9 Stunden statt, 1 in 3 Tagen und 1 in 5 Tagen. I got it. Okay, dann werden wir an dem in 9 Stunden natürlich teilnehmen. Das ist in der Nähe von der Ritualstelle in Gibbs Hill. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Stadtteil Gibbs Hill ist. Ah, in der Innenstadt. Okay, das ist ja dann bei uns in der Nähe. Ah, warte mal, ich habe das ja schon mal gesehen, aber wo war das denn nochmal? Irgendwo war doch dieses Dings. Und da habt ihr gesagt, Nina, das ist für den Zauberorden. Aber wo war das? Das war irgendwo am Wasser. Hier, ich hab's gefunden. Das hier war das. Und hier können wir jetzt Elfengaben bringen und Kontakt zu Elfen aufnehmen. Warte mal, was sollen wir denen nochmal bringen? Wir können den Elfen Respekt oder Süßigkeiten schenken. Ja, und was ist mit Süßigkeiten gemeint? Und wenn wir uns um den Garten kümmern, werden wir, glaube ich, auch belohnt. Wir bringen denen jetzt einfach Essen. Sollen wir denen die Pizza da hinlegen? Oder muss das was Selbstgekochtes sein? Und wir haben ja noch ein paar Fischtacos. Können wir die da hinlegen? Let's go! Ich hätte nicht gedacht, dass wir das tatsächlich noch erfüllt bekommen in der Zeit, wo wir jetzt hier noch Universitätsleben quasi spielen. Das ist ja verrückt, hör mal. Oh, was war das denn jetzt? Upsi, ich habe irgendwas weggedrückt. Ah, ich habe das aus Versehen weggedrückt. Fischtacos. Ja. Ui, sie haben es aufgenommen. Und die Aufgabe wurde erfüllt. Okay, dann gehen wir jetzt einmal hier zu den Pflanzen und werden die Chrysanthemen einmal ernten. Gilt das als Pflegen? Warum gilt das nicht als Pflegen? Was soll ich denn hier jetzt noch machen? Geht ja nichts. Da wächst nichts. Ein Kristall am Ritualaltar darbringen. Ich hab keinen. Warte mal, hier vorne war irgendwas. Hier, guck mal. Gib mir bitte... Ah, wir haben auch noch eine Schatzkarte. Das heißt, wir könnten nach einem Schatz graben. Ja, komm. Das ist, glaube ich, dumm. Egal. Ach nö, eine Kapsel. Öffnen. Immerhin, 130 Simoleons. Nice. Aber... Wie soll ich denn jetzt, woher soll ich denn jetzt einen Kristall bekommen? Ich nehme jetzt einfach mal einen Ableger. Vielleicht gilt das ja auch als Pflegen. Nee, gilt auch nicht als Pflegen. Gieß die Pflanzenjäte Unkraut oder ernte Obst. I did it. I did what you told me to do. Was können wir denen jetzt noch geben? Ach, die Blumen. Ja, komm. Und Kontakt, wenn wir jetzt Kontakt zu denen aufnehmen? Nee, Annie, warte doch jetzt mal. Ich weiß, du musst pieseln. Da sind sie. Hallo. Oh, ich glaube, die sind nicht so gut auf uns gestimmt. Nervige Elfen. Die Beziehung zu den Elfen hat eine Wende genommen. Versuche, die Stimmung zu verbessern und unterhalte die Elfen, indem du schelmische, lustige, romantische Sozialaktionen auf andere Sims verwendest. Also, eigentlich wollte ich gar nicht, dass die jetzt da sind. Können die weggehen? Oh mein Gott, jetzt fliegen die mit uns. Ist auch ein bisschen cool. Janet ist jetzt auch von ihrer letzten Vorlesung zurückgekehrt. Das ist sehr, sehr schön. Freut mich, Janet. Hast du sehr gut gemacht. Und dann werden wir Arush jetzt einmal zu uns einladen. Aber wir werden natürlich noch schnell hier aufräumen, weil hier sieht es mal wieder aus wie im Saustall. Da ist er auch schon. Guckt mal. Er hat sich extra schick gemacht. Er denkt an die schicken Schuhe. Und da kommt Annie und sagt, hey Arush, na, ich bin auch gleich weg. Dann habt ihr das Haus für euch alleine. Ich habe heute Abend noch was vor und wollte noch mit Olaf John gehen und so weiter. Also lasst euch nicht stören. Und dann können die zwei so romantisch sich wieder auf ihre Bank setzen. Oh mein Gott, die nehmen irgendwie immer eine dunklere Farbe an. Arush, kann ich kurz nett zu dir sein? Lass uns kurz witzig sein. Ich erzähle dir einen Witz über Ingenieure. Oh nein, wir pieseln uns in die Buchs. Upsi, ein Unfall. Die zwei fangen natürlich direkt an zu flirten. In Annies Zimmer. Aber das ist okay. Das ist in Ordnung. Ihr dürft flirten, was ihr wollt, wie ihr wollt. Süß. Ich lasse sie einfach mal alleine da Dinge machen. Die flirten, was da Zeug hält, die beiden. Hör mal. Okay, nee, Janet, du wirst jetzt nicht die Blumen gießen. Ihr zwei seid jetzt Süßmäuse und geht wieder hier ein bisschen spazieren und setzt euch zusammen auf die Bank. Aber ihr seid keine Group.
Weil das ist hier so deren Bank, nämlich. Ich weiß, es ist ein bisschen weird, dass ich die heute schon verloben möchte. Aber basically macht Anna ja das Gleiche. Und die sind halt aber gleich gestrickt. Wait, was passiert da hinten? Ach, das ist eine Werbetafel. Hallo Nachbar, höre ich da knistern und brutzeln? Nee, eigentlich nicht. Alles gut, Sebastian. Alles in Ordnung, Sebastian Holunder. Zeig dich mal. Nur so aus Recherchezwecken. Möchte kurz sehen, wie du aussiehst. Okay. Du darfst wieder gehen. Annie ist jetzt wieder sauber, nachdem sie sich in die Hose gestrüllt hat. Möchte sich jetzt noch ein bisschen Selbstzuspruch geben, aber dafür ist keine Zeit. Wir gehen jetzt mit Oli ein bisschen joggen. Danach können wir ihn dann noch sauber machen. Und dann ist hoffentlich auch Zeit für die Versammlung in 3 Stunden um 22 Uhr. Ich würde das voll gerne noch machen hier, aber es geht einfach nicht. Es geht nicht. Oder hat sie einen Kristall? Nee, hat sie auch nicht. Naja, egal. Ach, Janet, ich genieße die Zeit mit dir sehr. Arush, ich mit dir auch. Es ist einfach alles so schön. Und es fühlt sich alles so leicht an und ich kann endlich alles vergessen. Oh mein Gott. Guckt, das Spiel will das. Ich war das nicht. Das Spiel will das. Was macht er jetzt? Werden ihm jetzt einmal die ewige Liebe erklären, weil sie ist ja eine kleine Poetin, Janet, ne? Sie hat ja ein Händchen für Worte und kann damit sehr, sehr gut umgehen. Und naja, dann werden wir einfach mal über Hochzeiten sprechen. Einfach so generell, was er dazu sagt. Wait, was war das denn? Die haben gerade sich gestritten. Sie hat ihn irgendwas gefragt, aber ich weiß nicht. Oh mein Gott, was ist da passiert? Frage von Arush anhören. Was hat er gefragt? Was passiert hier? Hi, Annie, na? Wir unterhalten hier uns ganz nett. Mann, ich wollte wissen, was da gerade passiert ist. Die hatten voll Minusherzen. War das wegen der Hochzeit? Wir fragen Arush jetzt mal, ob er Kinder möchte. Weil das sind ja Sachen, die für sie wichtig sind. Ne? Sie kommt ja auch aus einer großen Familie und möchte auch mal viele Kinder haben. Bin mir da nicht wirklich sicher. Ich müsste darüber nachdenken. Oh, Arush. Interessant. Können wir nochmal über die Hochzeit fragen? Reden? Ich habe das Gefühl, dass das der Streitpunkt war. Wir werden uns jetzt mal küssen. Weil ich möchte, dass er wieder romantisch ist und nicht gelangweilt. Was ist das denn hier? Wir werden ihm nochmal die ewige Liebe erklären. Sie ist jetzt auf jeden Fall schon mal kokett. Das ist schön. Oh! Janet verspürt in letzter Zeit das Bedürfnis, verbindliche Beziehungen einzugehen und treu zu sein. Vertrauen ist ihr wichtig. Oh mein Gott, dieses Spiel macht mich fertig. Es ist einfach so toll. Süß. Und sie möchte immer noch mit Arush rumschmusen. Dann machen wir das natürlich jetzt. Dein Wunsch sei mir Befehl. So, jetzt ist er nämlich auch endlich kokett. Super. So, Arush, und jetzt werden wir nämlich was versuchen. Kontrolle. Janet. Zuwendung. Nee. Wieso geht das nicht? Ich dachte, wir können jetzt sagen, dass er ihren Antrag machen soll. Das ist ja jetzt schade. Müssen wir ihm jetzt einen Antrag machen? Okay, wartet mal ganz kurz. Geht mal hier hoch nochmal, ihr Süßen. Da gehen nämlich auch die Lichter an. Und Janet wird ihm nochmal das Gedicht vorlesen. Wird ihm dann... Oh mein Gott. Ich weiß es... Oh mein Gott. Sind wir da ready für? I don't know. Okay. Sie wird ihm jetzt... einen Heiratsantrag machen. Oh mein Gott. Okay. Und? Ja! Hey, wie lange haben wir das nicht mehr so? Oh mein Gott. Er hat unser Kussfoto kaputt gemacht. Unsere Verlobungsfotos wurden ruiniert. Oh mein Gott. Janet hat sich soeben mit Arush verlobt. No way. Oh mein Gott. Okay, ihr Süßen. Macht, was ihr wollt. Ihr könnt jetzt, ne, techtelmechteln in der Dusche zum Beispiel. Let's go. Und wir werden dann uns nämlich auf Annie konzentrieren und hoffentlich zu diesem gerade stattfindend. Stopp! Gerade stattfindend. Da! Hallo! Willi! Na? Fragen, wie man Elfen glücklich macht. Wie können wir denn, wartet mal, ich möchte ja auch so cool aussehen. Also irgendwie ist das ein bisschen buggy. Because I don't have any... Also ich habe diese Robe nicht. Jetzt sind hier mehr Leute. Und guckt mal, von denen haben die andere Farben, die Elfen. Willi Braun, Aoi Birmingham und Christina Mertens. Hallo, na ihr? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Bitte tötet mich nicht. Heidewitzka. Okay, ja. Hab ein bisschen Angst, dass ich gleich einen Sack über den Kopf kriege. Habt ihr jetzt getechtelmechtelt? Keine Ahnung. Und dann entführt werde. Nach der Mission des Zauberordens fragen. Jetzt habe ich das an. Wow, Annie. Die Elfen wurden von ihrem ersten simlischen Freund, also demjenigen, der sie am allermeisten vertraut, schlecht behandelt. Es hat lange gedauert, bis sie wieder Vertrauen zu Sims aufbauen konnten. Der Zauberorden hat die Aufgabe, die Elfen zu beschützen und glücklich zu machen. Sweet. Wow.
Was können wir denen jetzt noch geben? Noch mal eine Blume? Ja, wir geben denen noch mal eine Blume. Und die trinken irgendwie so Getränke. Kann ich auch sowas haben? Die haben einen Kristall. Wow, was passiert hier? Aber ich bin ehrlich, ich habe es mir ein bisschen spannender vorgestellt. Also wahrscheinlich kann man da ja dann auch noch aufsteigen, ne? Weil hier ist ja auch so ein Balken. Als neues Mitglied des Zauberordens sollte Annie Gaben bringen, den Garten der Elfen pflegen und an Ereignissen teilnehmen. Annie hat durch ihren Rang Folgendes erworben. Den Rang 1, Umhang des Ordens und Maske des Ordens. Das heißt, wenn ich den jetzt immer mehr gebe, steige ich auf. Schauen wir mal. Ja, das geht nach vorne. Aha. Wow. Ja, ich freue mich auch. Yay. Okay, also irgendwie ist das hier ein bisschen eine komische Gesellschaft. Der Willi redet jetzt hier mit mir über Bäume, über Autos und die zwei gehen jetzt einfach weg. Ich werde jetzt dann auch nach Hause gehen. Es war schön, euch zu sehen. Macht's gut. Und Annie ist ein bisschen irritiert von dieser allgemeinen Situation. Das war ein komisches Erlebnis. Aber immerhin haben wir das mal gesehen, ne? Also ich frage mich, was es dann da noch so für Möglichkeiten gibt, wenn man dann noch da weiter aufsteigt. Aber ja, wir müssen nach Hause und unseren Hund baden. Das ist ganz wichtig. Och süß. Und Annie geht hoch in Janets Bett. Oh mein Gott. Und Janet erzählt ihr natürlich noch, sie flüstert ihr so zu. Hey Annie, ich hatte ja mein Date mit Arush und weißt du was? Wir werden heiraten. Und Annie sagt, wie bitte? Ja, wir sind einfach Hals über Kopf ineinander verliebt und wir können einfach nicht mehr ohne einander und ich weiß, dass er der Richtige ist. Und Annie denkt, oh, okay. Und das ist jetzt quasi auch so ihr Vorbild von, wenn man denkt, es passt, dann passt's. Und deswegen geht sie auch davon aus, dass es bei ihr eben auch so schnell gehen kann. Annie hat jetzt nach diversen Toiletten, die sie repariert hat und ja auch schon in ihrer Kindheit damit konfrontiert wurde, gemerkt, dass sie Geschicklichkeit einfach richtig blöd findet und das darf sie auch gerne so sehen. Also ich finde, das passt auch, dass sie sich jetzt eben gesagt hat, okay, das will sie nicht mehr, so dieses Leben, was sie ja auch quasi im Wohnwagen gelebt hat und so, das ist einfach nicht mehr so ihr Ding. Und jetzt ruft ihr Dad an und möchte plaudern. Das ist natürlich auch in Ordnung. Auf Toilette geht man natürlich ran, ganz klar. Oh mein Gott, sie telefoniert jetzt wirklich auf dem Klo mit ihrem Vater. Das ist so toll. Und auch jetzt, gestern und heute, hat sich Makoto die ganze Zeit nicht gemeldet. Guckt mal, er ist sogar in der Nähe. Und er schaut nicht mehr vorbei. Das ist halt wirklich schon ein bisschen gemein, finde ich. Weil wir sind ja schon jetzt auch gute Freunde. Also es ist ja nicht so, als wenn die jetzt nur so flüchtige Bekannte wären. Warum ist sie denn jetzt benommen? Schwindel wegen Krankheit. Oh mein Gott. Annie ist jetzt auch noch krank, die arme Mausi. Und sie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Och, Maus. Warte, was wollte ich gerade machen? Achso, noch ganz kurz mich um den Garten kümmern. Und ja, danach gehst du dann noch arbeiten. Ah, das ist schon... Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, ob Annie das wirklich halt so naiv sehen soll und sich halt trotzdem Hals über Kopf in ihn reinstürzen soll. Aber ich meine, andererseits... Oh, Bruno ruft an. Ich wollte noch ganz kurz sagen, andererseits soll der Charakter von Hans ja eigentlich auch so super intuit sein und so sehr, ne, pushy, sage ich mal, sein und so Hals über Kopf in Annie verliebt sein, aber, ne? Und dass Makoto jetzt so ein bisschen defensiv ist, ist halt irgendwie nicht ganz so passend. Wir schauen mal. Wir warten mal noch ab. Ich meine, nur weil wir nach Mount Komorebi ziehen, heißt das ja nicht, dass wir direkt mit ihm dann auch zusammen sein müssen. Oder wir nehmen erst wieder, wenn wir in Mount Komorebi sind, Kontakt zu ihm auf. Dass wir dann halt nochmal ihn da vielleicht zufällig treffen oder was weiß ich, weil er da ja herkommt. Das ist natürlich auch eine Idee, dass sie sich jetzt so ein bisschen aus den Augen verlieren und dann nochmal so zueinander finden. Aber jetzt kommen wir hier zum Anruf. Wie geht's, Sis? Willst du mein neuestes Simstagram-Meme sehen? Ich finde es total witzig. Was meinst du? Wir sagen ihm natürlich, genial. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Oder erst ganz selten, diese Anfrage. Oh, Janet hat ihr super süßes Sommeroutfit an. I love it. Oh mein Gott. Und ich glaube, wir werden jetzt für morgen Abend die Hochzeit planen. Oh Mann, ich würde so gerne das alles mal machen. Ne? Also ich weiß, es ist auch noch super buggy. Aber ich glaube, bei der Annie-Hochzeit werden wir da so ein richtig großes Ding draus machen. Es ist natürlich super schade, dass da jetzt schon die ältere Generation vielleicht da nicht mehr da ist. Beziehungsweise vielleicht ist Aura dann ja schon wieder zum Leben erweckt, sage ich mal. Aber ich möchte das eigentlich alles mal machen, dass wir so einen richtigen, dass wir ein Verlobungsessen haben, Junggesellenabschied, Familien... Okay, Familientreffen, ne?
ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber naja, Empfang, Probe, Abendessen und so, das fände ich halt super cool, weil eigentlich ist dieses Pack so toll. Es ist halt nur extrem buggy. Deswegen frage ich mich, ob man das alles so machen kann. Ich meine, Verlobungsessen könnten wir eigentlich machen. Das wäre ja irgendwie auch schon was, was Janet machen würde. Ich wollte jetzt aber eigentlich gerade direkt die Hochzeit planen. Aber ich meine, Janet ist ja schon so eine Extra-Maus. Sollen wir vielleicht für heute Abend das Verlobungsessen planen? Kann man das in einem Restaurant planen? Okay, das sind die Gastgeber. Und die Gäste sind dann unsere ganze Family. Ich meine, wir könnten das ja im Garten stattfinden lassen. Das wäre schon voll süß. Ich weiß, das ist voll rausgeschmissenes Geld, aber ich fände es auch voll niedlich. Okay, es gibt Desserts, es gibt Getränke, Tanzen, Tee gibt's auch. Hochzeitsschmaus, speist zusammen und genießt festliche Gerichte zu diesem besonderen Anlass. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir das alles so umsetzen können, aber ich fände es schon toll. Ab 20 Uhr, Annie kommt dann von der Arbeit und ist mega übermüdet, aber es wäre doch einfach nur süß. Und okay, wir bereiten jetzt eine Verlobungsfeier vor. Ist das dumm? Ich habe gesagt, wir machen in diesem Part, schaffen wir unser Studium. Und jetzt plane ich hier so eine Verlobungsfeier. Aber ist mir jetzt auch egal. Passt auf. Wir müssen mal diese Müllpflanze löschen. Wir vergrößern jetzt hier unseren Balkon. Nee, doch nicht. Wartet. Haltet euch fest. Oh mein Gott, es ist so extra. Aber das ist halt was Janet machen würde, oder? Ich glaube, es ist was Janet machen würde. Oh mein Gott, war das teuer. Aber egal. Wir wollen ja auch ein bisschen strugglen, wenn wir mit Annie anfangen. Wenn wir so viel Geld haben, dann, ne? Ist das ja viel zu einfach alles. Wartet, und jetzt möchte ich mit diesen Stühlen dann arbeiten. Einen Tisch brauchen wir. Guck mal, der neue hier vom Pferdepark ist echt cool. Der passt voll gut. Super! Und dann will ich diese Stühle aber in einem helleren Holz. Ja, das ist ja toll. So. Oh Gott, schmeißen wir gerade Geld raus. Aber dafür bin ich bekannt. Who is gonna stop me? Nobody. Also ich meine, unsere Familie ist wesentlich größer als das. Aber wir können ja noch... Wartet, wir machen da jetzt noch so ein süßes Lagerfeuer hin. Und davon brauchen wir dann auch noch mal mehr Stühle. So, stellen wir da noch ein paar Stühle hin. Süß. Und dann brauchen wir noch eine Bar. Oh mein Gott. Nur noch eine Bar, Leute. Nur eine kleine. Die günstigste. Tragbare Bar. Die ist zwar nicht so schön, die ist so ein bisschen hässlich, ne? Guck mal, wenigstens die. Wie viel kostet? Guck mal, easy. Diese Bar für die Getränke. Ach, guck mal, süß. Oh mein Gott, ist das rausgeschmissenes Geld. Ich kann es nicht fassen. Also das ist wirklich Next Level. Ich glaube, Annie wird da auch ein bisschen was dagegen haben, dass Janet hier das Geld so ausgibt. Aber wir können ja sagen, dass Janet ihr eigenes Geld dafür benutzt hat. Ich meine, wir haben ja auch durch ihren Influencer-Job wirklich viel Geld nebenbei bekommen, weil wir ja immer diese Kameras bekommen haben. Okay, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Musik. So. Und ich glaube, das ist doch voll süß. Warte mal, aber jetzt brauchen wir noch diesen Tisch mit dem Essen, damit wir das Essen nicht selber machen müssen. Das hier, ne? Soßenbrunnen, ist es das? Okay, stell das mal dahin. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Teeservice, ein klassischer britischer und eine Tasse Tee. Ist das Richtige? Oder ist es nur Deko? Abseits des Netz funktionstüchtig. Naja, das mit dem Tee ist ja auch egal. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist, deswegen lasse ich es lieber. Okay, wir werden alles servieren. Oh mein Gott. Aber wir können das ja auch alles wieder verkaufen. Und dann kriegen wir ja wieder Geld. Okay. Oh mein Gott, wir haben einfach eine Verlobungsparty geplant. Aber ich finde es richtig toll. Das ist ja wohl sowas von süß. Und ich finde, das ist wirklich etwas, was Janet machen würde. Jetzt suchen wir ihr natürlich noch ein Outfit raus. Wait, ich habe gar nicht ausgewählt, wie die gekleidet kommen sollen. Oder werden die automatisch vor meiner Kleidung gekleidet? So, aber Janet kriegt natürlich jetzt noch ein richtig tolles Verlobungskleid. Es muss ein bisschen weniger extra als ein Brautkleid sein. Ich habe so ein kurzes Kleid vor Augen. Ja, oder sowas. Oder sowas? Das ist vielleicht ein Verlobungskleid, aber es ist schon sehr kurz, ne? Da kriegen ihre Brüder ja Schnappatmung. Och, sie sieht aber hübsch aus, ne? Oh, wait, gibt's das in Weiß? Das ist doch ein optimales Verlobungskleid. Und jetzt brauchen wir aber noch eine süße Frisur. Sie könnte ihre Haare dafür offen tragen. Wow, Janet, du siehst so hübsch aus. Aber ich glaube, Janet wäre halt auch so eine, die ihre Haare dann zu so einem Anlass so richtig krass stylen würde. Das sieht ja auch hübsch aus. Warte mal, passt das so ungefähr? Ja, naja, es ist ja, also, ne, sie war halt beim Friseur und hat das extra alles stylen lassen. Pretty! Sehr, sehr süß. Okay, wir haben ihr Verlobungsoutfit fertig. Was hat Annie für einen
Outfit. Übrigens kriegt sie auch bald mal ein Umstyling, keine Sorge. Oh, das ist ja ein tolles Outfit. Das haben wir einfach noch nie gesehen. Jetzt haben wir wenigstens mal eine Chance, das zu sehen. Oh, tolle Idee von dir, Nina. Ich meine, jetzt haben wir endlich mal so ein Extra-Sim, weil jetzt haben wir eigentlich immer, okay, ich wollte gerade sagen, wir haben immer so Sims gespielt, die so low-key waren, aber wir haben JD Loha gespielt, aber bei JD war das halt alles immer so die Masse. Da war das nichts Besonderes, dieser Ruhm und dieses Aufgestylte und so. Und jetzt haben wir halt mal so einen Moment, wo wir unsere Sims alle mal aufstylen können und ich finde das richtig schön. I like it. Ich meine, für Annie ist der Tag jetzt so ein bisschen doof, weil sie halt jetzt noch arbeiten muss und dann gleich von der Arbeit kommt. Aber es ist egal. Wir machen das uns schön. Wir machen natürlich klassische Musik an. Wow. Süß. Einfach. Nein, nein. Ach, Janet. Okay, sie macht Probeessen. Sie probiert einmal die Würstchen mit Paprika. Was gibt's denn? Es gibt Mandelmakronen, frittiertes Gemüse, Würstchen mit Paprika, Brathähnchen und Ceviche mit Chips. Makoto geht schon wieder an unserem Haus vorbei. Aber er klopft nicht mal. Ich finde das wirklich gemein. Oh mein Gott. Und Olaf stinkt schon wieder. Wir müssen ihn mal ganz kurz baden, weil er die ganze Zeit hier immer im Müll rumrennt. Wir haben halt keine Mülltonne, das ist das Problem. Aber wir haben halt auch kein Geld für eine Mülltonne. Er rennt hier hin und her. Was tust du hier, Makoto? Das ist ja schon fast sketchy. Und wartet, wir geben Oli auch noch ein Outfit. Passt auf. Er kriegt auch so ein Schleifchen oder sowas an. Er kriegt auch nur formelle Kleidung. Gibt's keinen Anzug für Hunde? Ach, das ist ein Anzug. Sieht das bescheuert aus. Aber ist auch ein bisschen süß. Nee, das geben wir ihm. So ein Schleifchen. Gibt's das so in weiß? Look. Oder in rot. Oh mein Gott, ist das süß. Weil dann sticht es mehr raus, wenn es in rot ist. Ist das niedlich. Okay, Oli hat auch sein Outfit. Ach, schön. Okay, dann werden wir schon mal das Feuer anzünden, weil die Gäste kommen ja gleich schon. Toll. Wunderbar. Kannst du vielleicht... Guck mal, wir können noch einen Mixer engagieren. Es ist völlig... Ha! Heidewitzka, hier passiert viel. Bist du bereit anzufangen? Derzeit laufende Ereignisse werden beendet. Let's go. Okay, wir müssen Nachspeisen nehmen, tanzen, Tee servieren. Oh ja, okay, wir brauchen noch einen Teeservice. Getränk und Hochzeitsschmaus. Naja, arbeiten können wir jetzt heute nicht. Das tut mir auch wirklich leid. Anscheinend ziehen wir unser Party-Outfit an, aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir haben extra ein Outfit vorbereitet. Oh, wo kommen die Gäste? Da sind sie. Hallo. Da ist auch unser Mixer. Sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass Arush jetzt gleich auch schon auftaucht, weil es wäre natürlich unangenehm, wenn unser Mann in Spe nicht mit einer der ersten Gäste wäre. Wir gehen einmal zu Dusky und werden ihn einmal umarmen. Süß. Hi Dusky, schön dich zu sehen. Laura ist da. Das ist natürlich jetzt ein bisschen traurig, dass sie alle ihre Party-Outfit anhaben. Da ist Arush, sehr gut. Arush werden wir natürlich jetzt einmal ganz kurz auch in seinen Anzug stecken. Oh, stimmt. Ihm habe ich ja so indische Kleidung gegeben. Und alle sind natürlich völlig überrascht. So, oh mein Gott, Janet, das ging jetzt so schnell. Also wir freuen uns natürlich für dich, aber warum hat er denn jetzt schon wieder... Nee, das ist gar nicht Arush, das ist Felix. Nevermind. Elliot ist auch gekommen. Schön. Arush will direkt ins Bett gehen, aber nein. Wir werden erst noch feiern. Hingabe ausdrücken, das machen wir jetzt einmal. Süß. Okay, und unsere Gäste sind langsam alle eingetrudelt. Und nein, jetzt kommen sie nach oben. Annie ist auch von der Arbeit da. Sie zieht sich natürlich ganz schnell um, schmeißt sich ganz schnell in ihre formelle Kleidung. Und sieht einfach nur unfassbar hübsch aus. Look at this pretty girl. Wow. Und dann gehen wir natürlich hier einmal rüber und bestellen uns mal ein Getränk, gesellen uns zu den anderen. Schön, wir bestellen mal unser Lieblingsgetränk, würdigen Elliot auch mit einem Blick natürlich und sind ein bisschen traurig, dass er nicht gekommen ist, die Tage, als wir ihn dazu eingeladen haben, mit uns zu feiern, also nicht zu feiern, den Tag zu verbringen. Sie stellt sich hier mal zu, oh, Laura, stimmt ja, die zwei sind ja aneinander geraten. Eieiei, oh no, sie ist jetzt direkt auch total angespannt. Aber naja, Lou ist auch gekommen, alter Lou, oh mein Gott, da kam direkt Minus, nice. Der alte Lou ist auch da, wir gehen natürlich auch einmal zu unserem Dad und gehen ihn einmal umarmen. Janet ist gerade aus Versehen zur Arbeit gegangen. Upsi. Wir werden natürlich alle mal zum Essen rufen. Jetzt bedienen sich alle. Sehr schön. Nachspeise nehmen haben wir jetzt schon mal erfüllt. Sehr gut. Dann können wir uns gleich hier mal Getränke nehmen. Ich glaube, da können wir auch, ja, da können wir auch zu aufrufen. Ja, sehr cool. Das funktioniert schon mal. Also das war am Anfang auch mal ein bisschen schwierig. Okay, Laura streitet jetzt auch mit Elliot. Also vielleicht redet Laura auch zu Elliot nochmal so, dass sie sagt, hey, du musst deine Schwester vor diesem Typen warnen. Und Elliot sagt, das hat doch nichts mit mir zu tun. So, was willst du von mir, Laura? Und ja, es ist
Einfach sehr süß. Oh mein Gott, ich lieb's. Also das ist nicht süß, ne? Aber die Feier ist süß. Och Mann, schön seht ihr alle aus. Annie ist halt wie gesagt super angespannt, aber wir können uns ja einfach mal ein bisschen mit unseren Familienmitgliedern unterhalten und uns somit dann ein bisschen von der Situation hier drüben ablenken. Und ich glaube, Janet braucht erstmal einen Drink. Nee, sie will sich um die Pflanzen kümmern. Wir werden dann mal zum Trinken aufrufen. Och, guck mal, wie die sich auch alle wirklich versammelt haben. Das funktioniert wirklich sehr gut. Also trinken wollen sie alle nicht so richtig. Ah doch, jetzt gehen sie rüber. Jetzt geht's los, jetzt wird auch getrunken. Und wir können ja mal vielleicht, können wir langsam tanzen mit Arouche? Let's go. Das macht den Tag doch jetzt noch perfekt. Ach, schön. Guckt sie euch an, die beiden. Das glückliche Hochzeitspaar, was komplett überstürzt in die Ehe. Oh mein Gott, startet. Oh, es ist so süß. Ich finde das irgendwie auch jetzt ein bisschen schön, dass wir diese Verlobungsparty gemacht haben, weil wir ja sagen können, dass es halt so bei in Arouches Kultur quasi ist, also gang und gäbe ist, dass man so eine Verlobungsfeier auch macht und so weiter. Also ich finde, das passt alles sehr gut. Wie gesagt, das ist sehr überstürzt und mit meinen Hauptsims würde ich das jetzt auch nicht so machen. Aber für Janet finde ich das jetzt wirklich schön. Und es scheinen auch alle wirklich Spaß zu haben. Wann ist denn das abgeschlossen? Wenn wir alles fertig haben oder wie? Ich kaufe jetzt mal noch so ein Tee-Service. Weil wir haben ja noch nicht genug Geld ausgegeben. Es geht immer noch ein bisschen mehr. Tee ziehen lassen. Das ist ja toll. Wir machen Orangenblütentee. Und dafür werden wir natürlich nochmal 90 Simoleons ausgeben. Und es sollen jetzt bitte alle tanzen. Oh mein. Warum kann ich nicht einfach mal eine schöne Party feiern? Oh mein Gott, und Annie rettet sie einfach alle. Diese Frau ist so geil. Sie hat einfach keine Sekunde gezögert. Alle stehen drumherum und sind völlig überfordert. Und Annie so, ich habe alles unter Kontrolle. Oh mein Gott, wow. Es war so schön. Leute, beruhigt euch, beruhigt euch, beruhigt euch. Können wir jetzt bitte alle einfach tanzen? Nein, jetzt kann ich nicht mehr zum Tanzen aufrufen. Ah, egal, dann werden wir jetzt Tee servieren. Nein? Okay, die Party ist vorbei. Die Party ist vorbei, die Party ist vorbei. Felix schrubbt unsere Badewanne. Oh mein Gott, was ein Stimmungskiller. Janet, bist du trotzdem zufrieden mit deiner Party? Annie, können wir vielleicht noch einen Tee trinken? Wir beruhigen sie jetzt damit. So, hey Annie, das war doch trotzdem eine schöne Party. Auch wenn es, naja, ein holpriges Ende war. Und vielleicht nicht alle Mitglieder deiner Familie so begeistert von deiner überstürzten Entscheidung sind. Aber lass uns einfach ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Wir werden ein bisschen, weiter wo ist es, Cottagecore hören. Nee, du sollst auch einen trinken. Können wir nicht selber einen trinken? Doch, da. Schön. Und dann werden wir unsere Dankbarkeit an Annie einmal aussprechen. Werden sie einmal liebevoll umarmen und sie anschließend fragen, ob sie unsere Trauzeugin sein möchte. Annie, du bist die beste Freundin, die ich je hatte und je haben werde. Und ich kann mir niemanden besseren an meiner Seite vorstellen als dich. Und ich möchte unbedingt, dass du meine Trauzeugin wirst. Und Annie sagt natürlich ja. Oh mein Gott, ist das süß. Okay, wir haben jetzt hier als Trauzeugens-Sim ausgewählt. Süß. Und mit diesem wunderbaren Ausblick dieser zwei Süßmäuse werde ich diesen Part dann beenden. Ich weiß, dieser Part hat ein bisschen andere Wendung genommen, als ich ursprünglich dachte. Ich dachte, wir werden diesen Part unseren Uni-Abschluss machen und ne, ins Leben ziehen. Aber es kam alles ein bisschen anders. Aber es ist ja auch irgendwie ein bisschen schön, denn dann können wir nämlich im nächsten Part den Uni-Abschluss feiern und gleichzeitig dann quasi als Abschluss für die Zeit mit Janet die Hochzeit feiern und dann mit Annie ins Leben ziehen. Also nach Mount Comoraby ziehen. Und ja, da wird sie dann eben alleine losstarten und wir werden sehen, was ihre Zukunft bringen wird. Falls ihr noch coole Vorschläge oder Ideen habt, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ihr findet das auch in Ordnung, so wie ich das jetzt gespielt habe. Ich finde es sehr, sehr schön. Es ist eine schöne Entwicklung und ich finde, Janet hat das so auch verdient. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi!